Aber für alle, die da vielleicht ein bisschen zu sensibel sind, keine Sorge, der Jitko ist natürlich da nicht wirklich traurig. So, meine Damen und Herren, wir gucken uns kurz die Knives an. Wir sehen jetzt hier das Karambit Stained. Dann haben wir hier noch ein wunderbares, ich weiß gar nicht mehr, Automatic heißt es, glaube ich. Hier haben wir zwei Butterflies, auf der anderen Seite ein Knight, ein M9 Lore, ein normales Bayonet Fade, ein Stained und das letzte ist, glaube ich, ein Brotmesser. Gibt keine Premium-Karten mehr. Ach, Kartoffelbad, man hat auch Spaß ohne Premium-Karten. Wir machen das für euch zu einem Premium-Event. Jitkos Schmollgesicht übrigens, 11 von 10, finde ich auch. Absolut. Wie es gibt ein Brotmesser, würde es zu meinem Nick passen. Ah, ist nur ein Spaß, Toasty. Ich nenne das immer Brotmesser, weil es das Standardmesser ist quasi. Aber vielleicht gibt es ja bald ein Nutella-Messer. Kennt ihr die noch? Diese Nutella-Messer, man hat ja früher mal zu Kindern gesagt, es dürfen keine Messer abgeleckt werden. Und dann haben die irgendwann dieses bescheuerte Nutella-Messer rausgebracht. Mit dieser komischen Rundung da vorne an der Spitze. Zur Mahlzeit, kann man auch den Finals Equipment testen? Was meinst du damit, lieber Mo? Also ich kann auch keine genauen Rahmenbedingungen sagen, aber ich kann zumindest so viel sagen, es wird definitiv ein Rahmenprogramm geben und man wird da auf jeden Fall die ein oder andere Aktion teilnehmen können. So, ist das die erste Map? Nein, es ist die zweite. So, jetzt starten wir auf jeden Fall in die zweite Map und zwar TKA gegen Big Omen. Auf der Terrorseite startet das Team aus Berlin, Berlin International Gaming Omen Academy. So, und QK sitzt auf jeden Fall hier schon mal mit dem ersten Klick gegen Panix. So, und damit jetzt erstmal, nachdem er den ersten Frag erzielt hat, soll es weitergehen. Speicher schon sehr, sehr weit durchgekommen. Und damit macht er von hinten jetzt erstmal die Spieler klar. Wenn sie jetzt nicht Banane oben sind, dann dürfte es eigentlich nur noch der A-Spot werden. Genau das ist es, Stefan in der Luft. Kann er nochmal den nächsten Klick rausholen und damit ist die Runde nochmal offen. Also, so schnell ist das Thema hier noch nicht vom Tisch. So, QK wartet, beziehungsweise sucht nur nach Informationen und wartet auf seine Mates. Und jetzt hat Devran natürlich gemeinsam mit Prosos ein unglaublich großes Vorhaben hier. Boah, da sitzen die Shots und damit ist nur noch Speicher. Speicher 1 gegen 2, man kann nichts mehr machen. Das ist die Runde hier für Big Omen Academy, die sich damit noch ganz knapp diese Pistole an sich reißen können. Also auch wenn hier AKMJ gerade der größte Fan scheinbar von TKA reingekommen ist, leider hat er da kein Glück gebracht. Aber abwarten, noch ist dieses Spiel natürlich auch nicht vom Tisch und dementsprechend noch alles drin. So, 1:0, trotzdem mal ein komfortabler Start, nachdem man noch eben so große Schwierigkeiten hatte gegen TKA, möchte man hier auch, glaube ich, endlich mal ein bisschen solider nach vorne preschen. Zieht man sich erstmal zurück. Die Banane wurde kontrolliert, überprüft, ob da vielleicht was aggressiv kommt. Dementsprechend natürlich auch die SMG nach vorne. Die kann am besten gegen die Pistols arbeiten, vor allem noch viel Damage rausholen. Und wenn sie dann selber fällt, ist nicht gerade die stärkste Waffe auf der Seite von TKA zu verbuchen. Und hier ganz wichtig, auch wenn man selber schon den ersten Frag kassiert hat, man ist natürlich positiv daran bedacht. Junge, Devran, willst du mich denn komplett trollen, mein Lieber? Den nimmt er mal eben mit. Smoke für kleiner Sandkasten auch schon draußen und damit nur noch, glaube ich, Knoxville in der Nähe. Und vor allem jetzt die anderen beiden Spieler müssen über die Mitte erstmal nachziehen. Und ich glaube, da wird man sogar die eine oder andere Waffe mit nach Hause nehmen wollen.
So, QK, passt auf, QK mit sehr schönen und wichtigen Frags. Sauberer Spray, den er da gerade runtergefahren hat. Und damit ist es die nächste Runde und das wollen wir uns nochmal angucken. Wie er hier schön das Spritzgewitter ausgepackt hat. Okay, dankeschön. Scheinbar klappt das gerade nicht, warum auch immer. Und wir testen es nochmal. Da ist es jetzt, glaube ich. Jetzt müsste es klappen. Ja, jetzt klappt es. So, zack, zack. Schönes Spritzgewitter. Da fast noch den nächsten mitgenommen, aber da wollte einfach nicht zu viel. Und damit geht es dann auch schon in die nächste Runde. TKA wieder sehr schlecht equipped. Eine einzige Waffe, die hat man bei Bonga. Der hat sich dazu auch übrigens noch einen Kevlar geholt, ohne Rüst, ohne Helm. Oder vielleicht auch noch von der letzten Runde. Und der könnte natürlich hier den entscheidenden Unterschied bringen, um schlussendlich hier sogar vielleicht Big etwas früher die ein oder andere Runde abzunehmen. Jetzt gibt es das erste Duell. Hades findet ihn. Speicher wird da schon mal rausgenommen. Und in der Mitte warten jetzt Lefty und Knoxville direkt um die Ecke. Aber wobei da der erste nach vorne pusht. Immer noch einen Headshot bekommt. Schön von Lefty da. Kann einen Spieler rausnehmen, noch einen weiteren Headshot erzielen. Aber dann ist Anduin da, um das Ganze mit zu kontrollieren. Trotzdem hat man richtig viel Damage kassiert. Das heißt, Bonga alleine gegen drei. Leider Gottes hat er gerade noch nicht die beste Leistung gezeigt. Die könnte aber jetzt hier erstmal sitzen. Denn man hat natürlich die Low-HP-Spieler auf dem Spot, aber er zieht sich zurück, möchte seine Waffe durchbringen. Und das sollte dann auch die dritte Runde für Big Omen Academy sein. Und das bedeutet schlussendlich jetzt erstmal die erste Equip-Round für TKA. Und da muss man dann überzeugen. So, 3:0. So, damit nächste Runde. 4:0 könnte jetzt gleich stehen oder vielleicht 1:3. Das ist die große Frage. Wer wird jetzt hier diese Runde für sich entscheiden können? Big erstmal mit dem Gebiet, dass man die Banane hier einnehmen möchte. Das macht man bei TKA relativ passiv. Man nutzt die Granaten, die gerade vorhanden sind, rechnet vielleicht jetzt noch mit einer initiierenden Flashbang, um dann mit einer HE-Granate natürlich zu bestrafen dafür, dass man so aggressiv geht. Und die könnte jetzt gleich auch noch sitzen. Also, wo bleibt die HE und vor allem wie weit fliegt sie? Jetzt gleich sieht er die Granate, jetzt wird natürlich geantwortet. Nein, er zieht sich komplett zurück, hat 18 AP verloren und jetzt kann er die natürlich hier genau übers Dach werfen und schauen, wie viel Damage er damit machen kann. 43 AP nur noch bei Anduin. Und jetzt gleich entscheidet man sich scheinbar bei Big wirklich für den B-Spot oder man faked es, denn wir sehen es gerade, man hat noch die Bombe auf an der Terrorschräge. Aber hier wollen wir jetzt erstmal schauen, wie die Granaten fliegen. Wie der Aufbau des Spots hier unter Druck gesetzt wird. Und boah, wichtig, Knoxville mit dem ersten Entry. Jetzt Bonga mit der weiteren Antwort. Vor allem die Bombe immer noch sehr, sehr weit weg. Aber jetzt geht's auf den Spot drauf. QK, passt denn auf? Und dann ist es wirklich nur noch Hades, der sehr, sehr lange noch auf Prosus warten muss, der gerade die Bombe gepickt hat. Jetzt ist nur die Frage, wer hier die ersten Frags macht. Bonga mit einem widerlichen Winkel kann natürlich relativ spät zugreifen. Und heute möchte irgendwie der Autodirector wirklich nicht auf den Frags drauf sein. Völlig egal, TK hat trotzdem die erste Runde für sich aufs Konto verbucht. Und damit gibt es kein 4:0 und TKA holt sich hier das 1:3. Sie führen auch schon 1:0 nach Maps. Mirage ist dann auf TKAs Konto gegangen, denn es war der Map-Pick von Big. Hat aber nicht gereicht. 10:5. Ist man in die Halbzeit gegangen. Und Big hat sich dann aber noch zurückgekämpft, hat sogar die Führung erzielt, aber am Ende es nicht nach Hause bringen können. Denn da ist TKA dann doch nochmal mit Vollgas nach vorne.
So, Prosos. Den hat er gratis bekommen. Schön gemacht. Gute Flashbang geworfen hier von Hades, der gut unterstützen konnte. Lefty an der Smoke, an der Kante, sieht den ersten Spieler und dann wird erstmal noch nach vorne gesprayt. Absolut richtige Entscheidung. Und du rechnest damit, dass natürlich der Refrag jetzt gerade vollzogen werden sollte. Von kurz kommt der nächste Spieler. Da haben wir noch Penix, aber auch Richtung Lang ist er. Anuin, der aber bereits hier rausgenommen worden ist. Damit Penix hier alleine gegen 4. Fast keine Möglichkeit. Vielleicht setzt er nochmal den nächsten Frag, aber wir wissen es nicht genau. Und da sitzt der Sprint. Speicher kann ihn rausnehmen. 2:3 und somit TKA hier mit dem besten Wege sich den Ausgleich und gegebenenfalls auch die Führung zu erspielen. So, und dieses Match ist auf jeden Fall noch lange nicht vorbei. Und an der Terrorschräge, da wartet auf jeden Fall das Aufgebot von Big. Die rechnen vielleicht damit, dass natürlich was aggressiv unterwegs ist. Vielleicht Richtung B, vielleicht Richtung A. Noch ist das nicht klar. Aber jetzt geht's hier in die Banane rein. Big, oh, nimmt den ersten raus. Aber dann kommt hier QK zum Schuss. 1-2. 2 kann er mitnehmen, mehr aber auch nicht. Und das ist ein sehr, sehr guter Push von den Biggies. Aber Nox will und da hat Devran auch erstmal noch ein Wörtchen mitzusprechen. Nimmt den nächsten Frag raus, Speicher, trotzdem fündig. Flashbang ist da, man weiß, die Bombe ist erstmal nicht gelegt. Damit kann Lefty jetzt unglaublich viel Tempo vorlegen, Raum einnehmen. Und jetzt wird die Bombe gelegt und dann muss man das Ganze hier zusammen koordinieren. Die ersten Schüsse sitzen schon mal und Speicher beendet diese Runde, macht das 3:3. Aber Big hat trotzdem die Bombe gelegt und damit natürlich Geld auf ihrem Konto. Wir werden uns auch hier nochmal diese Runde angucken, wie das Ganze hier vonstatten gegangen ist. Hier hat man gemerkt, um Gottes Willen, da kommen sie. Und in 1.6 werden die alle down, aber hier ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, vor allen Dingen bei diesem hohen Aim-Niveau. Und diese Runde doch noch spannender gestaltet, als man zuerst gedacht hätte. 3:3. Und Bonga, Junge, eingeölt, die Füße mit Butter beschmiert, um da durchzurutschen. Den ersten nimmt man mit, zweite Flashbang kommt noch und das ist viel zu leicht für Big Omen Academy, die sich damit natürlich einen unglaublichen Vorteil hier in dieser Runde schon mal erzielt haben. QK, der ist auf der Suche, Anuin artet auch noch ab und Anuin nimmt den nächsten. Knoxville trotzdem Richtung Mitte fündig geworden. QK, der braucht diesen Close-Spieler. Wenn er den nicht bekommt, dann war es das. Das wird dann schmerzhaft, aber jetzt erstmal von der Seite wird durchgesteppt und schaut euch an, wie lange der braucht. QK, wunderbar. QK, den zweiten. Da hat er hinter Anuin nochmal einen Spieler rausgenommen. 28 HP nur noch auf der Uhr. Und damit muss natürlich Knoxville jetzt gucken, wie er diese Runde an sich reißen kann. 28 HP sind nicht viel, aber 98 HP nimmt er raus und damit kann Knoxville diese Runde hier für sein Team erspielen. AWP wollte er wahrscheinlich gerade erstmal angehen, hat er dann doch nicht gemacht und damit ist es die vierte Runde für TKA. Nach einem 3:0 kämpft man sich hier zurück und lieber Star-General, herzlichen Dank für deinen Support und für deinen Twitch Prime Sub. So, das erste Spiel bzw. die erste Map ist für TKA Esports ausgegangen. Big Omen Academy macht hier wirklich oder lässt wichtige Punkte für die Teilnahme der Playoffs liegen. So, erstmal den CSGO-Bann kassiert, also 99 Damage schauen. Warum kassierst du einen CSGO-Bann? Eigentlich muss man dich jetzt hier auch direkt ausschließen, Jufix. Für so ein Verhalten. So, Pfefferstreuer und Jason, yo, auch nochmal an euch vielen Dank. Aber jetzt werden wir uns natürlich wieder auf das Spiel fokussieren. Trotzdem herzlichen Dank für euren Support und danke natürlich auch an fast 3000 Zuschauer, die hier gerade am Start sind. Willkommen. Da sind wir wohl wieder auf der Frontpage gewesen. Jetzt geht's aber Step by Step nach vorne. Und jetzt wird es wohl der A-Contact.
So, und es wird höchstwahrscheinlich der B-Spot. Wir sehen es, schön aufgereiht hier, die Herrschaften. Und dafür zuständig Bonga, QK und in ganz großen Beziehungsproblemen noch Knoxville. So, wer wird jetzt hier diese Runde für sich entscheiden? Es geht auf den Spot drauf. Bonga mit dem ersten Frag. Macht noch ein bisschen Damage. Jetzt kann er sich nicht mehr zeigen. Jetzt brauchen sie Support. Sie brauchen Support. Aber der einzige Support, den sie brauchen, ist QK. Und der gönnt sich hier die drei Frags. Wunderprächtig von ihm gemacht. Und damit ist natürlich diese Runde erstmal auf dem Konto von TKA zu verbuchen. Und damit sind sie auf jeden Fall hier standhaft auf dem B-Spot. Und vor allen Dingen QK, was der hier wirklich gerade erzielt für sein Team. Ganz, ganz entscheidend. Und somit haben wir hier auch den 5:3 Spielstand. Devran, der hat aber die Nase voll. Relativ früh in dieser Runde jetzt hier Knoxville schon mal ausgeschaltet. Damit die AWP von TKA bereits das Zeitliche gesegnet. Aber Penix, ja Penix, keine Penix, das halte ich hier, denkt er sich. Und Speicher nochmal auf der Suche gewesen nach dem einen oder anderen Frag. Jetzt gibt es nochmal die HE-Granate, aber 2 gegen 3 ist sogar noch machbar. Ich dachte, man sollte jetzt hier langsam den Safe eingehen. Jetzt aber Devran mit einem fast entscheidenden Frag. Da sollte Lefty die AWP durchbringen und dementsprechend gucken wir uns natürlich gerne nochmal an, wie der Werte, wer war es eigentlich? War es Penix, ne? Ja, genau, Penix, die 2 Frags da in der Banane gemacht hat. Super schönes Timing, zieht rum, den ersten im Rückwärtslauf, den zweiten beim Refrag erwischt. Und damit ist natürlich da auch keine Diskussionsgrundlage mehr, sondern die Runde ist vom Tisch. So, damit ist es auf jeden Fall schon mal die fünfte, der vierte Zähler, bei Big Omen Academy. Die sich hier auch wichtige Terrorrunde um Terrorrunde erspielen. Los, nicht wieder so dominant in die Halbzeit gehen. Und QK hat Lead-Stats, Freunde. 1337. Hier sehen wir es. Mal gucken, was er für eine Headshot-Quote hat. 92% bei 13 Frags. Da würde ich sagen, nach Adam Riese hat er nur einen einzigen Schuss nicht getroffen in den Kopf. Und Penix, der hat auf jeden Fall schon mal den ersten Verlust auf Big zu verschreiben. Und ist aber jetzt auf dem A-Spot schon bereit. Wird jetzt nach vorne gehen und da wurde aber verstärkt bei TKA. Man hat sich auf den A entschieden. Und ist auch mit 4 Mann dort. Speicher mit dem ersten Frag. Refrag ist da. Aber jetzt muss es natürlich ans Eingemachte gehen. Ein zweiter Spieler ist auf dem Spot drauf. Und QK passt auf. QK. Uiuiuiuiuiui. Zieht sich da nach den Schüssen erstmal weit zurück. Aber die Bombe, die kann auch nicht geplantet werden. Das ist einfach viel zu viel Druck auf dem Spot. Viel zu viel Druck auf der Flinte. Und jetzt macht man langsam aber sicher den Raum hier schon mal zu. Erster Sitz, zweiter Sitz. Und das war stark gespielt von Bonga. Nimmt jetzt hier nochmal die Granaten in die Hand und auch der sitzt. Prächtig gemacht von ihm. Und somit das 6. Ründchen für TKA eSports. Und damit ist er auch finally am Spiel angekommen, wie wir uns das gewünscht haben. Hier sehen wir es nochmal, das Timing. Der Schuss, der hat ihm natürlich geholfen. Dann nimmt er den ersten und den zweiten sofort hinterher. Und weil es so schön ist, Molotov und HE-Kombo, die am Ende diese Runde für ihr Team entscheiden. So, Mitte auch wieder Druck. Da gibt es erstmal richtig Pace. Big möchte jetzt hier wieder mit Tempo punkten. Und das hat zuletzt auch funktioniert. Auf dem Spot ist man jetzt drauf mit richtig vielen Personen. Dann kommt der Mann aber um die Ecke. Und der hat hier nochmal ein Wörtchen mitzureden. Lefty und Speicher dezimieren auf jeden Fall die ersten Spieler. Jetzt Penix. Fündig Speicher. Speicher! Alter! Mein Lieber, was ist denn hier gerade wieder los? Was haben wir denn hier wieder für ein Niveau? Und da beißt sich dann auch das Team von Big erstmal die Zähne aus. Also, Runde 10 oder Runde 11. Speicher unter. 3 Headshots. Winpunkt JPEG. Stark. Stark, stark, stark.
So, der war mit dem Versuch Richtung Lagen, kriegt dann selber sogar nochmal den Anschuss auf 12er B. Jetzt gibt es die supportende Flashbang, aber das wird wahrscheinlich zu viel Druck sein. Knoxville, was kann er rausmachen? Kann nichts rausmachen. Und das ist das Problem. Jetzt ist die AWP natürlich in den Händen von Big. Bonga versucht da gerade nochmal Anteile dran zu haben. Und jetzt geht es dann wirklich Richtung B-Spot. Da muss man aufpassen, dass man jetzt nicht gegen die AWP reinläuft, aber es werden die Zugänge erstmal abgemollt. Sehr stark gespielt. Schön gemacht, QKN. Da liegt die Bombe. Was machst du denn, Herr Hades? Green, what do we? So, und damit ist die Runde eigentlich vom Tisch. Einfach mal mit der Glock oder was er da in der Hand hatte, in die Molotow rein, die Bombe dem Gegner vor die Füße droppen. Da sage ich ein klassisches Bliett. Hier jetzt das Double Setup erstmal gefressen und das darf nicht passieren. Anuin, wichtig, diese zwei Frags nimmt er raus. Jetzt immer noch eine 2 gegen 2 Situation, also noch offen das Ganze. Lefty passt auf, Lefty predicted, Anuin rausgenommen. Rausgenommen aus der Partie und Prosus, der passt auf. Prosus weiterhin mit dem Duell, mit dem Gesuch, hier diese Runde nochmal auf sich zu legen. Jetzt zieht er da rum, aber Prosus hat Bock. Prosus, das schafft er. Prosus, das holt er doch. Lefty. Kann er das mit links machen? Passt der Name dazu ihm oder nicht? Und Lefty macht es mit links. 8 zu 4. 10 AP übrig und genau das ist Counter-Strike. Teilweise sind es einfach nur diese 10 Health Points, die es am Ende, oder die am Ende diesen Unterschied bringen können in der Partie. So, und damit ist es hier auf jeden Fall schon mal die Halbzeitführung für TK. Das sieht definitiv nicht schlecht aus. Und Big hat große Schwierigkeiten, sich gegen das Team von TK durchzusetzen. Aber sie haben es im Statement schon angekündigt. Es ist ein unangenehmer Gegner. Und QK, der hat sogar erst auf die richtige Stelle gebankt, dann rüber geswischt. Und jetzt kriegt er sogar den zweiten und den dritten. Nimmt er ebenso mit. Howdy, Partner. Howdy. Da hat wohl jemand im Wilden Westen schon geübt. Oh my god. Green, you idiot. What doing? Why no peek? Alles schon erlebt. Purple ist auch immer gut. Oh, so stupid, Purple. So, und im Anschluss gibt es übrigens gleich auch noch die das Top-Spiel der Woche. Bad at Home, Top-Spiel der Woche. Alternate gegen Unicorns of Love. Nice Cringe. Ich bin stolz, Cringe zu sein, mein Lieber. Sich über sowas noch aufzuregen. Das ist großes Kino. So, Prosus. Zack, Knoxville mit dem nächsten. Neunte Runde für TKA. Und das 9 zu 4 damit verbucht. Also, wunderbar. Es sieht hier doch ganz komfortabel in der ersten Halbzeit aus, was TKA zeigt. Idiot, auch ein Klassiker. Allerdings, Tarsin, schön, dass du einschaltest, Keule. Willkommen, willkommen. So, und Chrom96, herzlichen Dank für den dritten Monat. Danke, danke, danke für deinen Sub, für deinen Support. Und dass hier gerade eine Pause gezogen worden ist, meines Erachtens absolut richtig. Big braucht unbedingt einen Plan. Unbedingt. So, so, so. Meine Damen und Herren.
So, vielen Dank für euer Feedback. Ganz, ganz lieb von euch. Tja, und wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall auch mit uns die Finalspiele zu betrachten, zu begutäugeln, dann habt ihr die Chance. Wie gesagt, 21.12., drei Tage, Entschuldigung. Alter, Mathematik ist da, ja, da hast du mich bekommen. Also, unter diesem Stream seht ihr auch den Banner tickets.99damage.de. Sehr, sehr gerne. Und dann machen wir da richtig Randale. Also jede freie Minute, die ich habe, werde ich auf jeden Fall mit dem Publikum verbringen. Eskalation. Immer Mathematik, überall Mathematik, ja. So, weiter geht's in die nächste Runde. Wie viele Runden kann sich Big hier noch gönnen? Denn es ist wichtig, sie brauchen langsam. Sie brauchen langsam Zähler auf ihrem Konto. Sonst wird's am Ende doch vielleicht ein bisschen zu mager sein. So, QK. Mit dem Spray gegen Anuin. Panix. Ist natürlich irgendwie auf der Pirsch. Hat versucht, da noch was Anteilnahme an der Situation zu erzielen. Aber ist halt nicht so leicht möglich. Und jetzt gibt sie Smoke auf den langen Bereich. Prosus ist sich dessen natürlich bewusst, dass da der eine oder andere Spieler stehen kann. Und jetzt werden erstmal die Rippen eingenommen. Aber grundsätzlich sollte Big da eigentlich gelernt haben draus. Bisher war es immer so, dass sie die Rippen kostenlos bekommen haben. Da hätten sie ein bisschen adaptieren können, meines Erachtens. Um schlussendlich da wirklich ein bisschen mehr herauszuholen. Aber jetzt geht es wieder den Zugriff auf den A-Spot. Jetzt werden die Zugänge leider dicht gemacht. Aus Sicht von Big. Aber TKA reagiert natürlich auch hier wieder vom Allerfeinsten. So, Bonga auf dem Spot. Bonga gegen Devran. Bonga. 1-2. Bonga fast noch den dritten gemacht. Aber dann ist Prosus da. Und dann Prosus sogar mit Nummer 3. Und damit der 2 gegen 1 Retake. QK wartet da noch ab, wartet auf seinen Mate, möchte natürlich auch nicht zu aggressiv stehen, weil sonst könnte Prosus die beiden natürlich separieren. Genau das versucht er jetzt gerade auch. Hier offensiv zu peaken. Jetzt sieht er den Spieler, aber QK von der Seite. Und das machen sie super, dass sie da zusammen über den langen Bereich gehen. Und somit hat Prosus in Anführungszeichen nur ein 4K machen können. Aber der letzte, der konnte nicht mehr auf dem Konto verbucht werden. Damit das 10. Ründchen. Und wir gucken uns natürlich nochmal an, wie Bonga das da auf dem Spot gehalten hat. Das war vorzüglich. Viel Druck, trotzdem die zwei wichtigen Fracks rausgeholt. Und da ist es Bonga und Bonga. Und der dritte, der ist dann nicht mehr möglich, da man natürlich auch nicht mehr die Sicht hatte. 10-4. Big Omen Academy damit auf jeden Fall auf der Suche nach dem 5. Ründchen. Nicht, dass es hier noch das 11. auf dem Konto zu verbuchen gibt bei den Herrschaften von TKA. So, Devran und Anuin, die machen hier auf jeden Fall richtig Terz. Die machen richtig Druck, die machen richtig Krawall. Und QK und Bonga sind auf verlorenen Posten. Die können nur noch retaken, die können nur noch die Scherben zusammenkehren, die da auf dem A-Spot übrig gelassen worden sind. Und QK mit dem Versuch, schön der Spray nochmal nach oben gesetzt, Prosus rausgenommen durch die Smoke. Das ist mittlerweile ja wirklich die leichteste Übung hier. Smokes werden mittlerweile komplett überbewertet in CSGO. Auch da war es wieder ganz knapp. Aber Hades nimmt die nächsten Frag heraus. Und damit ist es hier auf jeden Fall ein 10-5. Wir machen ein kurzes Päuschen, Freunde. Bis gleich hier auf 99 Damage.
So, und damit sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren, bei TK eSports gegen Big Omen Academy. Und zwar in der zweiten Halbzeit, der zweite Map des ersten Matches. Danach werden wir noch das Top-Spiel der Woche sehen. Und zwar die Unicorns of Love gegen Alternate Attacks. Ladies and Gentlemen, es ist noch genug Zeit. 3600 Zuschauer. Hype, danke. Jetzt geht's aber erstmal ans Eingemachte. Man wird die Banane einnehmen. Das ist erstmal das erste Ziel bei TKA eSport. Aber da wird man keine Informationen bekommen. Das heißt, grundsätzlich teilt es für Sie, dass der B-Spot auf jeden Fall passiv gedeckt wird. Das ist eine Möglichkeit, dann zu contacten und natürlich auf den Spot zu explodieren. Die große Angst ist natürlich immer nur, dass du keine Infos hast, wie viele schlussendlich jetzt auf dem B-Spot stehen. Und dementsprechend sind auf jeden Fall die Spieler von TKA bereit, jetzt gleich sich zu bündeln und zu explodieren. Genau das ist der Faktor, den ich hier gerade angesprochen habe. Kriegst du keine Gegenwehr auf dem B-Spot aktiv, hast du die Möglichkeit zu contacten und dann, genau wie hier jetzt, auf den Spot zu explodieren. Und dann können natürlich die zwei Spieler, die da up-aimen müssen, kaum noch was machen. Aber sie zeigen es hier auf jeden Fall mit sehr starkem Aiming, was man noch mit der ganzen Geschichte anstellen kann. Schön von Hades, der hier wirklich sehr, sehr viel Disziplin zeigt und auch wichtige Frags herausnimmt. Früh schon Anuin da, der natürlich jetzt die passenden Ansagen treffen kann. Trotzdem ist es eine 2 gegen 3 Situation. Beide Spieler P250, das heißt, die USP ist nicht unbedingt im Vorteil. Das geht jetzt hier wirklich komplett ums blanke Aiming. Und damit sitzen die Klicks. Erster von Lefty sitzt, aber dann sollte es hier zu schwer sein, denn von der Seite wartet Devran. Und das ist die 6. Runde für Big Omen Academy. Und ein guter Start hier in diese Partie. Aber Bombe wurde gelegt und dementsprechend wird es höchstwahrscheinlich auch so sein, dass TKA sich hier jetzt nochmal ein paar Waffen gönnt. Aber wir schauen uns natürlich nochmal an, wie man hier auf den Spot gekommen ist. Und vor allen Dingen, wie in der Ecke der Werte Hades das Ganze ausgespielt hat. Das war wirklich sehr, sehr gut. Wartet da erstmal nur eine Zeit lang ersten Klick und dann hat er sich nicht irgendwie unter Druck setzen lassen, sondern nimmt dann noch einen weiteren Spieler raus. Wie muss man platziert oder wie kommen die Teams nach Dortmund? Die ersten 4 kommen nach Dortmund. Der 3. und 4. Platzierte in der Tabelle wird dann im ersten Spiel gegeneinander antreten. Der Gewinner aus dieser Partie dann gegen den 2. Platzierten und der Gewinner aus dieser Partie dann im Finale gegen den Erstplatzierten aus der regulären Spielzeit. Das ist das Ladder-System bzw. Bubble-Race-System. Damit macht man die Liga umso wichtiger und spannender, dass man wirklich jeden Spieltag 100% ernst nimmt, denn wer am Ende auf dem ersten Platz steht, ist schon automatisch fürs Finale qualifiziert und muss dann in Dortmund nur eine Partie spielen, und zwar das Grand Final. So, 4:4, was die Mannstärke angeht. Und die 4 Deagles natürlich in den Händen immer wieder ein starkes Element. Hier gibt es erstmal den Teamkill und den wollte man natürlich eigentlich nicht, aber es ist kein großes Drama im Vergleich damals zu 1.6. Ich glaube, bei Counter-Strike 1.6 hast du irgendwie $3.300 oder $3.500 verloren, wenn du da einen Teamkill gemacht hast. Das war wirklich muy fatal, Freunde. Vielen Dank, lieber Major. Ich lerne vom Besten. So, und die Bombe liegt natürlich da. Sichtlich schlecht, aber Bonga! Junge! Bam! Gibt's da erstmal ins Gesicht. Und unten im Pit wartet Penix und dann hat Lefty ihn da nicht und das ist die Runde. Wenn er ihn da rausnimmt, ohne Gegenwehr, dann hat man hier eine 2 gegen 1 Situation. Das könnte man machen, aber so hat TKA diese Runde abgeben müssen und Big Omen Academy mit der 7. Kann man eigentlich beim Wechsel schießen, also dass man zwei Schüsse, aber jeweils von einer anderen Waffe. Naja, so schnell geht das nicht. Du hast eine, sag ich mal, Anlegeanimation. Siehst du da auch und in der Zeit kannst du nicht schießen. Ist immer ein dezenter Delay, bis die Waffe quasi, bis die Anlegeanimation aufgehört hat. Kiki, was geht? Hier ist gestern das Face-It-Match gelaufen mit Knochen. So, Lefty hat auf jeden Fall die erste Information gesammelt und zieht vor allen Dingen auch ein paar Granaten raus. Trotzdem hat Big hier
noch alles an Kontrolle, was sie brauchen. Die Banane muss man jetzt aufgeben und das ist natürlich immer eine, ja, eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn man dort keine Informationen erzielen kann, wenn einem da komplett die Kontrolle über die Banane fehlt. Es tat weh. Okay, alles klar. Ich erkundige mich nicht weiter, Kiki. Gut, dass ich nicht mitgespielt habe. Ich wurde ja angefragt. So, Penix. Hat er jetzt erstmal den B-Spot komplett alleine zu kontrollieren, aber das ist eigentlich nahezu unmöglich. Oh, schönes Timing gefunden, gutes Support, eine Flashbang von Big, aber am Ende hat QK hier diesen Frag erzielt und Penix ist natürlich nicht fündig. Trotzdem, 32, 28 und 7 HP. Devran nimmt den ersten Spieler schon mal auf die Hörner. Keine Damage-Granaten mehr bei Big Omen Academy. Und das bedeutet natürlich jetzt einiges. Denn ohne Damage-Granaten hast du natürlich nicht die Option, hier den Bombenleger auch passiv unter Druck zu setzen. So, 8 Sekunden noch auf der Uhr. Der eine Spieler ist bekannt. Jetzt muss die Bombe gelegt werden und der Seitengang, der muss gehalten werden. Schön von Anuin reagiert, dass er dann nach vorne pusht. Aber Noxville hat es auf dem Schirm. Stark gespielt. Noxville trotzdem mit 7 AP. Hart ist jetzt hier im 1-on-1-Duell. 37 bei ihm und Noxville, der muss jetzt hier auf dieses Duell gehen. Und Hart ist, hat es. 8. Runde Big Omen. Heidenei, Heidenei. Das ist natürlich muy fatal, Freunde. So, jetzt erstmal richtig Pace. Man macht hier die Usain Bolt-Runde. Also schneller auf dem A-Spot war, glaube ich, noch kein Team bisher. Und man schiebt das Ganze sogar noch zum Teil Richtung City Base durch. Die sollen natürlich erstmal die rotierenden Spieler abfangen. Dankeschön, Autodirector, dass du uns sagst, dass da erstmal nichts passieren wird. Aber wir wollen uns natürlich hier um diese Bereiche bemühen. Oh, und dann Richtung Lang auch der nächste Druckaufbau. So, Speicher. Hier muss man jetzt aufpassen. Lefty könnte ein unglaublich... Ah, fieses Timing bekommen. Alter, Mann, ich bin auf keine Frag, Mann. Green. Und Speicher mit dem Nächsten. Schön gemacht. Und was war das für ein Klumpatsch? Da muss man aber auch ganz ehrlich verteidigend sagen, das kannst du nicht predikten, wer da jetzt gerade gegen wen die ersten Duelle erzielen wird. Und damit auf jeden Fall Hades 1 gegen 4. Keine Möglichkeit mehr, hier noch viel herauszuholen. So, gut, dass mein Stream auch, warum auch immer, total am Sterben ist. Versucht doch mal, die Qualität runterzustellen. Realisik. Könnte gut möglich sein, dass es jetzt die Uhrzeit ist, dass das eine Stoßzeit ist bei dir in der Nachbarschaft und dass da viele im Internet sind. Der Modi hört sich an wie der eine ZDF-Fußballmoderator. Wir freuen uns, damit schalten wir natürlich rüber ins ZDF-Studio. Jogi Löw heute mit dem Statement, um uns endlich wieder eine intakte Nationalmannschaft bieten zu können. Die Ergebnisse in letzter Zeit natürlich immer wieder mit Schwierigkeiten behaftet, aber auch Big Omen Akademie ist stark, genauso wie TKE Sports. So muss es sein. Ja, kleine Anekdote. So, Prosos, schönes Brett. Alter Verwalter. Also da sitzen erstmal die Shots. Und man hat hier auf jeden Fall höchstes Aim-Niveau gerade am Start. Richtig schön. Hier Support eine Flashbang. Penix bekommt sie. Checkt erstmal nach vorne, aber findet keinen. Ja, und die Folgerunde für TKA wäre natürlich jetzt unglaublich wichtig. Aber auch Big darf hier keine mehr abgeben. So, und dann, nachdem man sich doch nochmal ein bisschen druckvoller um die Banane gekümmert hat, ist man jetzt in der Mitte unterwegs. Da wartet Devran. Und das ist hier auf jeden Fall kein Zuckerschlecken für ihn. Jetzt Speicher, schöne Smoke. Erstmal die Bereiche einnehmen. Da hat man leider eine Doppelsmoke geworfen. Nicht gut abgesprochen. Ey, hör mal. Und jetzt Anuin mit der wichtigsten
Position. Zwei Leute braucht er, sonst ist das sehr schwierig für Big zu retaken, aber sie sind früh da. Sie sind sehr früh da. Sie können früh Druck aufbauen, die Bombe liegt. Und das ist die große, große Gefahr. Lefty und Speicher, 2 gegen 3. Im Grunde der Raum- und Mannvorteil für Big Omen Academy. So, Lefty von der Seite. Lefty, der passt da auf. Lefty möchte den Kurzbereich auch nochmal clean halten. Speicher mit dem nächsten. Speicher! Speichern unter. Rundengewinn. Punkt. Exe. Unfassbar. Und damit ist es hier die nächste Runde für TK. Und das wollen wir uns natürlich nochmal in der Replay angucken, Freunde. Und wie können sie das natürlich hier nochmal aus den Händen geben? Bitter, bitter böse. Bitter, bitter böse. Und das tut unglaublich weh. Denn damit ist natürlich Big Omen wieder finanziell gebrochen. Und nicht nur finanziell, sondern auch mental muss das unglaublich geschmerzt haben. So, 12 zu 8. Big Omen braucht nochmal das gleiche an Runden, was sie bereits gerade auf dem Konto haben, um sich in der regulären Spielzeit durchsetzen zu können. TKA hingegen nur noch 4. Übrig bleiben noch 10. Und das bedeutet, es wird nicht leicht. Für beide Seiten nicht. Aber wer am Ende den längeren Atem hat, das wird sich erst noch zeigen müssen. Wichtig ist, dass man jetzt hier bei Big Omen viel, viel Druck aufbaut. Eventuell diese Runde mit irgendwelchen Versuchen nochmal an sich reißt. Aber die haben halt auch einfach nicht die Kohle, um sich hier viel mit Pistols auszustatten. Und somit ist es Zeit, einen neuen Plan anzulegen. Und das wird, glaube ich, gerade gemacht. Scheinbar in der PowerPoint-Präsentation. Bisschen längeres Päuschen. Können wir schon mal ein paar Snickers verteilen, wenn es mal wieder länger dauert. Wäre eigentlich auch eine ideale, ein idealer Werbepartner. So, und hier checken wir erstmal noch die Bereiche. Headshot-Quote 100%, das nur bei 5 Frags. Da kann man Penix jetzt nicht die größten Props geben. Beste KD ist bei Speicher 1.78. Beste ADR sogar auch bei Speicher 116, aber ganz knapp. Protoss ist mit 115 nah dran. Utility Damage 148, 268 bei QK, 287 bei Bonga. Und Enemies Flashed, da ist führend Anuin. Also immer wieder auch interessant, sich mal die Advanced Statistics anzugucken. So, wir warten und wir warten. Die Mitte grundsätzlich erstmal gedeckt. Von den Biggies mit einigen Mann auf dem B-Spot Prosus alleine. Oh, und auch wieder Speicher. Was hat er denn gerade für eine Awareness? Was hat er denn für ein Aiming? Was hat er für ein Bizeps-Aiming hier vor allen Dingen? Problem ist nur, Big pusht jetzt die Mitte. Und die große Gefahr, die Bombe liegt noch an der Terrorschräge. Aber Knoxville passt auf. Knoxville nimmt hier die wichtigsten schon mal raus. 8 HP nur noch bei Penix, der sich mit einer SMG irgendwo in die falsche Mitte gerettet hat. Aber das reicht nicht. 13 zu 8 für TKA und Big Omen Academy. Ja, die müssen jetzt diese Equipped Round unbedingt gewinnen. Sonst sehe ich schwarz. Vielen, vielen Dank, Jilumpe, für dein Feedback. Freue ich mich sehr. Wenn es euch gefällt und ihr mich unterstützen wollt, kostenlos, geht auf Ausrufezeichen Caster und gebt mir gerne ein Follow bei Twitter oder bei Instagram. Da freue ich mich natürlich riesig. So, Penix oder bei Twitch. Ich werde gleich Red Dead Redemption noch raushauen. So, Hades ist aber hier grundsätzlich erstmal mit aggressivem Play da. Bonga und Speicher sind beide rausgenommen worden. Penix und Hades haben das sehr schön gemacht. Und somit natürlich der Druck erstmal auf den Schultern von TKA.
Und Lefty. Man muss sich natürlich jetzt bündeln in so einer Unterzahlsituation. Ist natürlich die Mannstärke gefragt. Du hast zwei verschiedene Optionen. Entweder jeder tanzt auf einer anderen Hochzeit, versucht natürlich irgendwo diese Einzelskill, diese Einzelfracks zu holen, Backstabber-Mentalität. Oder man bündelt sich halt und versucht dann geschlossen einen Spot anzuspielen und zu hoffen, dass man mit der 3 gegen X-Situation im Vorteil ist. Hades aber mit einem unglaublich gut getimten Push. Und dieser einzelne Spieler, der riecht eigentlich schon ganz klar nach B-Split. Ja, und Penix gönnt sich damit den letzten Frag. 9. Runde auf seinem Konto. 13:9. Damit schon mal eingetütet. So, Devran mit dem nächsten. Offensive Move, dachte ich, aber nein, zieht sich zurück. Wollte einfach nur gerade aggressiv die Granaten werfen, ein bisschen Druck aufbauen, auch vielleicht simulieren oder faken, dass man halt hier schlussendlich die Mitte wieder pushen wird. Aber Big braucht wohl irgendwie immer wieder diesen Druck, um erst in ihr Spiel zu finden, und genau das passiert hier gerade auch. Sie haben den Druck, sie müssen Waffenrunden gewinnen, sonst ist das Spiel eigentlich schon längst vom Tisch. Aber die Folgerunden, die müssen jetzt erstmal stimmen. So, einen abgestellt, das ist Bonga. Der darf jetzt erstmal in den Rippen nach vorne gehen. Kriegt er jetzt die supportende Flashbang, das ist die Frage. Die erste Granate sitzt auf jeden Fall, das ist eine Smoke. Jetzt sucht er hier auf jeden Fall auch nach dem Spieler. Und da hat man sich bei Devran dazu entschieden, in die Bibliothek zu gehen. Schafft aber den Frag nicht. Jetzt muss er Druck aufbauen. Schön gemacht. Boah, das kann er nicht machen. Schade, schade. Um Gottes Willen, dass da natürlich diese Frags nicht sitzen. Ist mehr als nur ärgerlich. Und jetzt weiß man, alles klar, wir haben zwei Spieler vom A-Spot geholt. Der letzte müsste eigentlich, oder die letzten müssten eigentlich auf dem B akkumuliert sein. Anuin! Anuin! Passt noch den dritten. Aber mehr ist da nicht möglich. So, weiß jemand, auf welcher Plattform Red Dead Redemption zu spielen ist? Auf dem im Rockstar Launcher oder beim Epic Games Launcher? Heute für den PC rausgekommen, 14 Uhr. So, schön Knoxville, auch nochmal zwei weitere Frags. 14:9 und TKA holt sich hier diese wichtige Runde, um Big keine Folgerunde zu schenken. Aber sie haben natürlich trotzdem noch ein bisschen Geldpuffer, um das Ganze nochmal abzuwehren. So, bei Steam gibt es das auch, aber erst in einem Monat, lieber Nox. Also wenn du auf die Steam-Version warten möchtest, einen Monat wird das dauern. Im Dezember wird es auch da released. So, jetzt geht's nach vorne. Hades. Uiuiui, was haben die hier wieder für ein Tempo? Dieses aggressive Play, was hier Big wieder auferlegt. Das ist das, was funktioniert. Die SMGs, schön mit Druck, schön nach vorne, schön mit Power, schön mit Bizeps. Oh, der Spieler wäre fast gefallen. So, weitere Granaten werden da aus dem Ärmel geleiert. Und Prosos als Unterstützung jetzt auch noch da. Kann natürlich hier die Waffe erstmal an sich reißen, kann auch vor allen Dingen eine AWP für sich gewinnen. Und das macht natürlich erstmal einen entscheidenden Unterschied. Kleine Sandkasten-Smoke ist da schon mal draußen, die Flashbang auch noch oben drüber. Jetzt geht's hier in den Sandkasten rein. Lefty bekommt damit den ersten Frag ohne große Gegenwehr. Den zweiten Spieler noch nicht gesehen, jetzt sieht er ihn und Speicher. Die können hier gratis auf den Spot drauf und das ist zu wenig. Da muss Big mehr machen, da müssen sie aktiver sein, auch wenn sie natürlich auf ihre Mates warten wollen. Auch wenn sie hier sicher spielen wollen. Das war nicht ideal. Prosos über den Kurzbereich, sein Mate Hades über lang und Lefty hat den Step gesehen, beziehungsweise den Spieler, wie er sich da langsam durch die Smoke gesneakt hat. Speicher, perfekte Position, aufpassen, dass der Teamkill nicht durchgeht. So, und damit ist es das 15:9, meine Damen und Herren, TKA mit dem besten Wege, sich hier zwei Maps an sich zu reißen. Und sich am Ende hier wirklich gegen Big Omen Academy durchzusetzen. Heilige Maria Gottes. Herrgott im Himmel, Josef. Was geht da ab, Freunde? Was geht da ab?
So, und TKA hat hier ganze 6 Matchpunkte. Kann sich damit dann 2:0 durchsetzen. Prosus. In der letzten Runde nochmal AFK. Wie geht das denn? Liebe Freunde. Was ist da so wichtig, dass es nicht mehr warten kann? Sens noch umgestellt, ich weiß es nicht. Aber Devran ist auf jeden Fall da. Setzt dann nochmal einen weiteren Frag. Jetzt geht's aber auf den Spot drauf. Der Autodirector, der hat schon aufgegeben. Der Autodirector hat schon Arbeitsverweigerung angemeldet. Prosus ist aber noch da, Anduin mit einem weiteren Frag. 2-gegen-2 Situation. Unfassbar schwierig. Richtung Banane wird es das erste Duell geben. Und Bonga ist derjenige, der an diesem Duell teilnimmt. Bonga! Porakas an! Und damit sitzt der erste schon. Prosus, 1-gegen-2. Und Big Omen Academy steht hier kurz davor, gegen TKA eSports beide Maps abzugeben. Den eigenen Map-Pick und den letzten. Jawohl, das ist es. 16:9, TKA eSports mit unglaublicher Glanzleistung. Meine Damen und Herren, wer hätte es für möglich gehalten? Minecoin ging mit 2:0 auf das Team von Big Omen Academy und das hätte ich hier definitiv nicht für möglich geheißen.